Es ist dunkel, man erkennt den Mann, der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sein soll, nicht. Aber die Stimme klingt bekannt, so auch die Aussagen des Söldnerchefs. Es ist der angeblich erste Videobeweis für Prigoschins Aufenthaltsort seit der gescheiterten Meuterei Ende Juni. Doch Satellitenaufnahmen sollen den wachsenden Wagner-Standort in Belarus dokumentieren und den Ausbau eines Militärstützpunktes etwa 90 Kilometer südöstlich der belarussischen Hauptstadt Minsk. Zeitgleich veröffentlicht das belarussische Verteidigungsministerium diese Bilder. Söldner der russischen Wagner-Gruppe sollen begonnen haben, belarussische Spezialeinheiten auf dem Truppenübungsplatz Brest zu trainieren. Dieser liegt nur 5 Kilometer östlich der Grenze zum NATO-Mitglied Polen. Polen hat angegeben, die Situation an der Grenze genau zu beobachten. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet. Ein weiterer Wagner-Kommandeur stimmt seine Leute auf die neue Situation ein. Welcome to hell! Was das genau bedeuten soll, blieb offen. Ebenso die Frage, ob Wagner-Kämpfer auch in der Ukraine wieder eingesetzt werden sollen, was derzeit offenbar nicht der Fall ist. Prigoschin selbst gibt an, bereits die nächsten Ziele für seine Söldnergruppe vor Augen zu haben. Weiter